Es geht im Sportlerleben nicht immer nur aufwärts. Ein gutes Beispiel dafür ist der 14-jährige Corbinian Koller aus München. Da feierte er im vergangenen Jahr mit dem deutschen Florett-Titel in der B-Jugend einen Bombenerfolg, nur um heuer zahlreiche Rückschläge zu erleiden. Die Saison war ein bisschen die Seuche, muss man sagen. Also oft verletzt, was ihn natürlich auch zurückgeworfen hat. Leider ist er gerade im Moment durch eine längere Verletzungskette im Moment ein bisschen außer Training. Aber sonst ist er wirklich ein talentierter Junge. Und zwar ein Talent, wie man es im bayerischen Fechtsport nicht alle Tage hat. Die deutschen Topfechter kommen ja meist aus Tauberbischofsheim, Dormagen oder Bonn. Corbinian hat durchaus das Zeug, damit zu mischen, bleibt aber nach dieser solchen Saison selbst ein bisschen vorsichtig in puncto Zukunftsprognose. Also ich lasse eher auf mich zukommen, weil wenn ich schaue, wenn ich verletzungsfrei bleibe, dann versuche ich das alles zu geben und dann muss ich halt schauen, was draus wird und so. Aber wenn ich weiter, glaube ich, gut trainiere und verletzungsfrei bleibe, dann kann ich schon was, glaube ich, erreichen, denke ich schon. So sehen das auch seine Trainer. Bei István Takas, einem ehemaligen ungarischen Internationalen, und Richard Breutner, Olympiateilnehmer in Sydney, ist er da in den besten Händen. Ich weiß es zwar nicht, aber ich glaube, das ist ein ganz guter Ansporn, wenn der Trainer auch erfolgreich war. Aber wie gesagt, ist kein Allheilmittel, um guter Trainer zu sein. Da gehören auch andere Sachen dazu. Corbinian fühlte sich jedenfalls von Beginn an wohl beim KTF Luitpold. Seit 2009 trainiert er hier. In Kontakt gekommen mit dem Fechten ist er aber woanders. Also ich bin in der Grundschule, bin ich in der dritten Klasse, da gab es so eine Fecht-AG. Und da habe ich mich dann, bin ich einmal so am Freitag war das immer, bin ich da einmal hingegangen. Hat mir das Spaß gemacht, dann bin ich erst so ein halbes Jahr oder so immer nur am Freitag dort hingegangen. Und dann so nach einem halben Jahr bin ich dann das erste Mal hier hingegangen und dann habe ich halt so eigentlich richtig angefangen zu fechten. Schnell zeigte sich das Talent des heute 14-Jährigen. Allerdings verläuft die Zusammenarbeit mit den Trainern auch nicht immer ganz reibungslos, vor allem bei den Turnieren. Corbinian hat seinen eigenen Kopf, was manchmal Vorteile, aber eben auch Nachteile mit sich bringt. In gewissen Momenten ist draufgängerisch zu sein, ist vom Vorteil, und in manchen Momenten ist taktische Ruhe auf alle Fälle von mehr Vorteil. Ich glaube, ich bin gut im Angriff, weil ich bin sehr schnell und ja. Gibt es auch Schwächen? Nein. Das sehen die Trainer, wie gehört, ein bisschen anders. Aber wäre auch schlimm, wenn es mit 14 nichts mehr zu verbessern gäbe. Jedenfalls wird sich jetzt im A-Juniorenbereich, in dem drei Altersstufen zusammengefasst sind und Corbinian zu den Jüngsten zählt, entscheiden, wie und wohin der Weg weitergehen kann. Der Corbinian ist einer, der einen starken Willen hat, auch lern- und wissbegierig ist und vor allem mental auch ein starkes Fechten, der sehr wichtig ist, der steckt den Kopf nicht in den Sand. Eigentlich alles Eigenschaften eines großen Champions. Ob Corbinian letztendlich auch aus diesem Holz geschnitzt ist, werden die nächsten 1-2 Jahre zeigen.